Hey Leute, ich bin's Conny und heute zeige ich euch, wie ihr dieses RPG Level GUI System serverseitig verwaltet. Wenn ihr die ersten beiden Parts noch nicht gesehen habt, dann schaut es euch bitte vorher an. Im ersten Part zeige ich euch, wie ihr dieses RPG Level GUI hier überhaupt baut. Und im zweiten zeige ich euch, wie ihr es macht, dass diese Levelanzeige unten auch animiert wird, wenn ihr XP dazu bekommt. In diesem Video geht es dann darum, wie ihr die ganzen Daten serverseitig verwaltet und dann halt auch einstellt, dass ihr zum Beispiel Drops aufsammelt und dann halt Level aufsteigen könnt. Und dass, wenn ihr für jedes Level Up zum Beispiel ein bisschen schneller werdet oder irgendwelche anderen Boni bekommen könnt. In dem Fall bin ich jetzt schneller geworden, auch wenn man es vielleicht nicht sieht, aber schaut genau hin, guckt, wie schnell ich bin. Ich baue noch ein Level ab, dann merkt ihr es bestimmt. Ja. Ja, und ich würde sagen, wir legen da mal los. Beim letzten Mal haben wir dieses RPG Screen GUI hier erstellt und haben da dann so ein XP-Value und ein Level-Value drin gehabt und ein Experience-Test-Script und ein Add-XP-Button, damit wir das Ganze auch lokal testen können. Das werden wir jetzt aber nicht mehr lokal machen, sondern wir werden serverseitig machen. Das heißt, der Add-XP-Button kann weg und auch XP und Level hier können weg. Die werden wir nämlich alles serverseitig verwalten. Das Experience-Test-Script lassen wir erstmal da, da wir ein paar Sachen aus diesem Script serverseitig natürlich auch so übernehmen können. Was wir in diesem Video machen, sind einerseits ein RPG-Server-Modul oder ein RPG-Server-Script. Im Server-Modul wird eigentlich das ganze Zeug verwaltet und im Script zeige ich euch einmal, wie ihr das anwenden könnt. Also fangen wir einmal an in dem RPG-Server-Modul. Das ist ein Module-Script. Um das hinzuzufügen, klickt ihr hier auf das Plus, dann gebt ein Module-Script, fügt das hinzu und benennt es um in RPG-Server-Modul. Oder falls ihr einen anderen Namen haben wollt, könnt ihr auch den nehmen. Und wie immer brauchen wir erstmal Services und die Services, die wir zunächst brauchen, sind der Player Service, der Collection Service und der Replicated Storage. Außerdem müssen wir natürlich das Modul erstellen, weil das ein Module Script ist, also RPG Modul hier. Und ganz unten schreiben wir dann Return RPG Modul, damit es ein vollständiges Module Script ist. Dieses Script muss natürlich die ganzen Daten von unseren Spielern handhaben. Wenn ihr euren eigenen Datenmanager habt, euer eigenes System, um Daten von Spielern zu laden und zu speichern, könnt ihr das übernehmen. Ich werde euch nicht zeigen, wie das Laden und Speichern von Daten geht. Dazu habe ich mal ein anderes Video gemacht. Vielleicht mache ich dazu bald auch mal ein geupdatetes Video mit einem anderen System, welches ich inzwischen lieber verwende als Profile Service. Aber ich will es euch so allgemein wie möglich zeigen. Dementsprechend speichern wir die Daten hier nur lokal und ihr könnt sie dann in eurem Datensystem so speichern, wie ihr es möchtet. In jedem Datenspeichersystem gibt es eine Player-Edit-Funktion, weil wir können die Daten von Spielern natürlich nur laden, wenn wir wissen, wann die Spieler dem Spiel beitreten. Dafür schreiben wir einmal Local Function Player Edit. Wir können das Ganze natürlich testen, ob es funktioniert, indem wir hier einmal reinschreiben Print Player Edit Spieler. Und wenn ein Spieler zum Spiel hinzugefügt wurde, nutzen wir den Collection Service, geben dem Spieler einen Tag namens Spieler. Wenn ihr den Collection Service viel nutzt in eurem Spiel, müsst ihr euch vielleicht was Ausgefalleneres einfallen lassen, weil Spieler vielleicht schon vergeben ist. Und natürlich müssen wir dem Spieler den Tag Spieler geben, also schreiben wir hier auch einmal Spieler, in Anführungsstrichen Spieler. Der Sinn davon ist, dass wir herausfinden wollen, wann der Spieler das Spiel verlassen hat, um seine Daten, die wir gespeichert haben, natürlich auch wieder zu löschen, das Profil zu releasen oder die Daten zu speichern, je nachdem, was ihr für ein System habt. Und Player Removing ist nicht so 100% akkurat, wenn Spieler verlassen. Wenn zum Beispiel der Spieler-Client abstürzt, kann es sein, dass Player Removing nicht gecallt wird. Der Collection Service ist sehr viel zuverlässiger, deswegen benutzen wir den dafür. Und ich habe es gerade schon angesprochen, wir brauchen auch eine Player Removing-Funktion. Also schreiben wir Local Function Player Removing, Spieler und printen das einfach mal. Und am Ende connecten wir das alles. Also wenn ein Spieler zum Spiel hinzugefügt wird, wollen wir die Player Edit-Funktion ausführen. Deswegen players.playeredit, Doppelpunkt connect Player Edit. Und wenn ein Spieler removed wird, könnten wir jetzt schreiben players.playerremoving. Aber wie gesagt, das ist nicht so 100% zuverlässig. Ich verlasse mich eher darauf, dass beim Collection Service ein Tag removed wird, also Collection Service get instance removed signal zum Tag Spieler connect player removing. Und dann gibt es natürlich noch den Fall, dass vielleicht ein Spieler dem Spiel beitritt, bevor dieses Modul hier required wurde. Und dafür führen wir dann nochmal einen Loop aus. Der loopt durch alle Spieler im Player Service durch und führt die Player Edit Funktion aus für alle, die wir halt übersehen haben. Und falls eure Player Edit Funktion yieldet, falls da irgendwie drin gewartet wird, in irgendeiner Art und Weise, solltet ihr das am besten noch in eine Coroutine wrappen. Also schreiben wir hier Coroutine.wrap Function, Klammer auf, Klammer zu, dann Player Edit und da hinten noch End, Klammer zu, Klammer auf, Klammer zu. Dieses Klammer auf, Klammer zu ist wichtig, sonst wird es nicht ausgeführt. Und dann können wir fast schon testen, ob das ganze Zeug funktioniert. Vorher brauchen wir natürlich noch das RPG Server Script, welches das Modul required. Dementsprechend fügen wir zum Server-Script-Service nochmal ein Script hinzu, nennen das Ganze RPG-Server-Script und requiren dort einmal unser RPG-Server-Modul. Also schreiben wir hier einfach hin, local RPG-Server-Modul ist gleich require script.parent und dann in eckigen Klammern RPG-Server-Modul oder wie auch immer euer Modul heißt. Wenn da keine Leerzeichen drin sind, dann könnt ihr natürlich einfach Punkt RPG-Server-Modul schreiben.
und braucht keine eckigen Klammern dafür. Also gehen wir mal ins Spiel rein und sehen hier unten drin Player Added, Roblox Conny. Und jetzt beende ich den Test wieder. Und wir gucken dann nochmal in den Output rein. Sehen hier unten Infinite Yields. Weil wir Level und XP gelöscht haben, sollte uns aber egal sein. Unten steht Player Removing Roblox Conny. Das ist wichtig, dass bei euch steht Player Added am Anfang. Und wenn ihr verlassen habt, Player Removing, um sicher zu gehen, dass auch alles richtig connected ist. Jetzt, wo das hier connected ist, können wir weitermachen mit dem RPG Server Modul. Denn jetzt geht es darum, die Spielerdaten zu laden. Und das machen wir in der Player Added Funktion. Genau hier schreiben wir dann einfach mal rein. Hier könnte man Spielerdaten laden. Da ich keine Spielerdaten habe, die ich lade, erstellen wir sie einfach. Das heißt, local Spielerdaten ist gleich ein Table, in dem sind Level 0 und Experience 0. Wenn ihr euer eigenes System dafür habt, dann nutzt euer eigenes System. Vielleicht hat es auch schon Player Edit und Player Removing drin. Aber das wäre so das Basic Setup. Hier habt ihr Spielerdaten. Ihr könnt natürlich auch einfach euren Datenmanager nehmen und dann sagen, Spielerdaten laden. Und dann bekommt ihr die zurück oder wie auch immer ihr das bei euch genannt habt. In meinem Fall laden wir erstmal keine Daten. Nachdem die Daten geladen sind, wollen wir sie auch in unserem RPG-Modul cachen. Sie sollen jetzt aber nicht für jeden verfügbar sein, der das RPG-Modul aufruft. Dementsprechend erschaffen wir uns einfach mal einen zweiten Table, den nennen wir Local Spielerdaten Cache ist gleich ein Table. Und in dem Spielerdaten Cache speichern wir dann unsere Spielerdaten. Das wird nicht zwangsläufig nötig sein, wenn ihr schon ein eigenes Datensystem habt, das sich gut darum kümmert. Es ist aber praktisch, damit wir die Spielerdaten später nochmal in diesem Modul an anderen Stellen aufgreifen können. Was ihr bestimmt haben wollt, sind Leader-Stats, die oben rechts in der Ecke angezeigt werden, welches Level der Spieler hat, vielleicht auch wie viel XP der Spieler hat, das werden wir jetzt erstellen. Und um sowas zu machen, muss man nur einen Folder zum Spieler hinzufügen namens LeaderStats. Also schreiben wir local LeaderStats ist gleich instance.newFolder, LeaderStats.name ist gleich LeaderStats. Hier ist es wichtig, dass das L klein geschrieben wird im Namen, weil sonst funktioniert es nicht. Und dann erschaffen wir noch ein paar Int-Values für unsere Spielerdaten, die wir in den LeaderStats haben wollen, also Level und XP. LevelValue ist gleich instance.newIntValue. Dann der Name ist Level, Value ist gleich Spielerdaten.level und Parent sind die Leader Stats. Dasselbe machen wir mit den XP Value. Und als letztes müssen wir noch die Leader Stats zum Spieler parenten. Da solltet ihr auch wissen, dass das Parenten bei neuen erstellten Values immer das letzte sein sollte, was man macht, weil es einfach unperformant ist, das Parent zuerst festzulegen. Es ist auch unperformant, hier hinter Folder das Parent festzulegen, wenn man danach noch Sachen bearbeitet. Man sollte die ganzen Bearbeitungsschritte als erstes machen und als letztes das Parent festlegen. Und nun müssen wir natürlich dafür Sorge tragen, dass die Daten in diesen Level-Values und dem XP-Value immer gleich auf mit unseren Spielerdaten sind. Die leichteste Art und Weise dafür wäre ein Loop. Ist natürlich auch die blödeste Art und Weise, weil halt permanent ein Loop durchläuft. Das will man eigentlich nicht immer haben, aber es ist halt am simpelsten, deswegen machen wir das erstmal. Wir schreiben hier, LeaderStats aktualisieren, coroutine.wrap function und dann einfach ein Loop, while Spieler and Spieler is descendant of players, also solange der Spieler existiert und der Spieler noch im Player-Service drin zu finden ist, warten wir einen Frame und dann aktualisieren wir nochmal die beiden Values und immer weiter, solange der Spieler im Spiel ist. Sobald der Spieler nicht mehr im Spiel ist, ist diese Condition hier false. Und die Daten werden nicht mehr aktualisiert. In der Player-Removing-Funktion müssen wir natürlich dann den Spieler-Cache leeren. Also sobald der Spieler weg ist, schreiben wir hier einmal Spieler-Daten-Cache in eckigen Klammern Spieler ist gleich nil, damit der Cache hier oben nicht überfüllt wird, weil ein überfüllter Cache sorgt nach ein paar Tagen Server-Uptime natürlich für einige Ruckler, die wir nicht haben wollen. Und damit werden unsere Spielerdaten dann auch geladen, in den Leader-Stats angezeigt und kontinuierlich aktualisiert. Damit wir hier unten im Output nicht wieder ein paar Warnungen haben, weil der XP-Value und der Level-Value nicht gefunden werden, können wir jetzt in unser RPG-Screen-GUI reingehen, dort ins RPG-Screen-GUI-Local-Script und dann einmal anpassen, was mit unserem Level Value ist. Hier haben wir unser Level Value und das finden wir nicht mehr bei script.parent, das finden wir jetzt beim Spieler. Das heißt, wir holen uns erstmal die Leader Stats, wir sagen local Leader Stats ist gleich Spieler Doppelpunkt Wait for Child Leader Stats. Hier ist es auch wichtig, wieder Leader Stats klein zu schreiben. Es muss ja derselbe Name sein, den wir auch hier haben. Übrigens, wenn ihr nicht wollt, dass irgendwelche Daten in den LeaderStats angezeigt werden, dann erstellt einen anderen Folder mit einem anderen Namen. Ihr könnt meinetwegen den Folder auch LeaderStats mit einem großen L nennen. Ich nenne das immer SpielerStats bei mir. Und dann müsst ihr natürlich hier auch die SpielerStats in dem Fall holen. So ein LevelValue ist jetzt nicht mehr script.parent Doppelpunkt Rate for Child Level, sondern es ist ab jetzt LeaderStats Doppelpunkt Rate for Child und dasselbe auch hier. Blub, das wäre erledigt. Das Experience Test Script, das disablen wir erstmal, weil wir es gar nicht brauchen. Ich klicke hier auf den Haken bei Enabled und dann ist das aus. Und dann sollte das ganze Ding auch funktionieren. Wir gehen jetzt einmal auf Play. Wir sind drin. Es sollten unten keine Warnungen mehr entstehen. Hier steht noch Player Added Roblox Conny. Irgendwas wird required, weil ich halt mein Hoverboard-Ding noch drin habe. Das Hoverboard sollte ich vielleicht auch irgendwann mal rausmachen, aber es macht so viel Spaß. Aber viel wichtiger ist, dass wir hier
oben rechts jetzt tatsächlich unsere Leader-Stats haben. Hier steht Level ist 0 und Experience ist auch gleich 0. Und wenn das Level sich dann ändert, was wir noch nicht implementiert haben serverseitig, deswegen cheaten wir einfach mal, gehen hier auf Players, Roblox, Conny, Leader-Stats und ändern es selbstständig auf Level 1. Blub. Dann geht auch unser GUI hoch. Und wenn das bei euch auch so ist, dann habt ihr bisher alles richtig gemacht und wir können einfach weitermachen. Diese Bälle hier machen aktuell noch nichts. Auf die gehen wir dann ein, wenn wir soweit sind. Ich habe den Test beendet. Hier unten steht auch wieder Player Removing Roblox Conny. Das heißt, das hat auch funktioniert. Perfekt. Und wir machen jetzt in unserem RPG-Server-Modul weiter. Denn wir wollen jetzt natürlich auch, dass serverseitig Experience geedit werden kann und Level aufgestiegen werden kann. Dafür hatten wir hier das Experience Test Script, das wir disabled haben, und das ist eine AddXP-Function. Und diese AddXP-Function, die werden wir jetzt fast genauso übernehmen. Also gehen wir ins RPG-Server-Modul rein und fügen diese Funktion, ich würde sagen, unter Player Removing hinzu. Und diesmal nicht als lokale Funktion, sondern als Methode, weil diese Methode soll dann von Server-Scripts gecallt werden, die das RPG-Server-Modul requiren. Wir schreiben ja immer Methoden hin, aber bevor ich die Methode mache, fällt mir gerade noch ein, hier haben wir ja required XP und Level System Settings get required XP for level up. Und dafür müssen wir natürlich auch die Level System Settings erstmal für uns requiren. Dafür gehen wir einmal nach ganz oben und ich würde sagen hier, schreiben wir einmal Level System Settings sind gleich Require, Replicated Storage, RPG Level System Settings. Das ist das Modul, welches wir hier im Replicated Storage drin hatten mit unseren Einstellungen, auf die wir natürlich serverseitig und auch clientseitig zurückgreifen werden. Jetzt, wo wir das haben, sollte uns nichts mehr im Weg stehen. Wir gehen hier runter zu den Methoden und schreiben dann einmal Function RPG Modul Doppelpunkt AddXP für einen Spieler und einen Amount von XP. Diesmal müssen wir auf jeden Fall prüfen, ob die angegebenen Werte auch korrekt und da sind. Deswegen sagen wir hier, if not Spieler, or not Spieler is a player, or not experience, or type of experience is not a number, then return n. Und wir brauchen die Spielerdaten, deswegen sagen wir, locke Spielerdaten ist gleich Spielerdaten cache Spieler. Und wenn die Spielerdaten nicht da sind, waren wir einmal Spielerdaten nicht gefunden? Das sollte eigentlich nicht der Fall sein, es sei denn, der Spieler wurde schon removed oder die Spielerdaten sind noch gar nicht da in dem Moment. Und dann returnen wir einfach, vielleicht könnt ihr hier dann irgendwie noch eine Backup-Funktion machen, die auf die Spielerdaten wartet oder so. Ist aber schwierig, weil wir ja nicht hundertprozentig wissen, wo es denn herkommt. Jetzt runden wir wieder unsere Experience, genauso wie wir es hier auch gemacht haben. Hier Experience ist gleich math.round. Wir können das hier eigentlich so kopieren. Fügen das hier ein. Experience ist gleich math.round, bla bla bla. Und dann kopieren wir uns einfach mal den anderen Rest, müssen dann aber ein paar Sachen anpassen, und zwar die, die uns rot unterstrichen werden. Und das sind einige Sachen. So, überall wo LevelValue.Value steht, müssen wir jetzt das tatsächliche Level stattdessen mit reinnehmen. Das heißt, aus LevelValue.Value wird Spielerdaten.Level. Also gehen wir hier rein, schreiben stattdessen Spielerdaten.Level und dasselbe machen wir dann auch hier an der Stelle. LevelValue.Level wird zu Spielerdaten.Level und ExperienceValue.Value wird an allen Stellen natürlich dann auch zu Spielerdaten.Experience. Auch hier. Und hier, auch wenn es nur ein Print ist, den wir eigentlich löschen könnten. Und auch hier unten. Das letzte, was uns noch rot unterstrichen wird, ist AddXP. Weil die AddXP-Function, die haben wir nicht. Wir haben jetzt die AddXP-Methode. Dementsprechend schreiben wir einfach self:AddXP und schreiben hier dann Spieler-Rest rein. Und dann sollte das auch wieder funktionieren. Eine weitere Sache, die wir jetzt anpassen sollten, die wir clientseitig bewusst nicht gemacht haben, war prüfen, ob wir vielleicht das maximale Level überschritten haben. Das können wir direkt hier machen, wo wir nach dem Level abprüfen. Das heißt, wir schreiben einfach vor Spielerdaten.xp, Spielerdaten.level ist kleiner als LevelSystemSettings.maxLevel and und dann den Rest, den wir schon hatten. So sollte diese Funktion dann am Ende aussehen. Hier könnt ihr sie einmal sehen. So. Und wir können jetzt in unser RPG-Server-Script reingehen und uns da jetzt mal was einfallen lassen, wie wir das RPG-Server-Modul verwenden können. Was ich mir einfallen lassen habe, waren hier einfach ein paar Drops, die ich hingelegt habe. Das ist so das Simpelste, was mir gerade eingefallen ist. Dafür habe ich einen Folder erstellt namens Drops, also Plus und dann Folder. Dann habe ich den Drops genannt und habe in den Folder einfach ein paar Parts reingemacht, habe jedes Part Drop genannt. Es ist alles eine Kugel und die Parts sind alle nicht geankert, haben CanCollide an. Theoretisch könnt ihr die hübsch machen, wie ihr wollt. Ihr könnt damit machen, was ihr wollt. Das ist vollkommen egal. Hauptsache, ihr habt eure Parts. Ich werde jetzt einfach mal das Material auf Neon ändern und die Farbe auf so ein leuchtendes Pink-Violett. Blub. Na, vielleicht doch eher ein Blau. So, und wir werden es so coden, dass wenn man einen Drop berührt, dass man dann Experience bekommt. Also gehen wir wieder ins RPG-Server-Script rein, holen uns ganz oben den Service-Workspace, weil da liegen ja die Drops drin.
LocalWS ist gleich game.getServiceWorkspace. Wir holen uns auch die Conny Library und den Drops Folder. Die Conny Library einfach, weil ich sie immer für Sachen nutze, wo Touch drin ist, weil es ein bisschen schneller geht für mich. Und der Drops Folder ist gleich Workspace.Drops. Und wie wird das ganze Zeug funktionieren? Erstmal loopen wir natürlich durch alle Drops durch, die wir haben. Das heißt, wir machen einen Loop, der loopt durch alle Sachen im Drops Folder durch. Und wenn der Drop getouched wird, wird dann die Touched-Funktion gecallt. Und in der Touched-Funktion wird dann, keine Ahnung, validiert, ob es ein richtiger Touch war von einem Spieler. Und wenn ja, dann führen wir eine Collect-Drop-Funktion aus, die dem Spieler Erfahrungspunkte gibt. Also fangen wir erstmal ganz simpel an mit der Collect-Drop-Funktion. Wenn wir wissen, dass ein Spieler einen Drop einsammeln möchte, führen wir diese Funktion aus, Collect-Drop, die nimmt den Spieler und den Drop. Oder an sich ist das Einzige, was wir hier machen wollen, ist dem Spieler Experience geben. Also sagen wir RPG-Server-Modul, Doppelpunkt Add-Experience-Spieler 15. Wir könnten auch hier eine andere Zahl nehmen, aber wir sagen jetzt, jeder Drop bringt 15 Experience. Und damit das nicht 100 Mal ausgeführt wird, könnten wir jetzt den Drop einfach deleten. Das heißt, wir sagen jetzt Drop-Doppelpunkt-Destroy und dann ist die Sache fertig. Aber falls ihr das wirklich im Spiel übernehmen wollt, dann wollt ihr ja nicht, dass eure Drops irgendwann aufgebraucht sind. Deswegen sollte man sich da irgendwas einfallen lassen, dass Drops random spawnen. Das werde ich jetzt aber nicht machen. Stattdessen sagen wir einfach, okay, jeder einzelne Drop wird kurz weggemacht und kommt dann auch wieder zurück, sobald er aufgesammelt wurde. Dafür gibt es zwei Möglichkeiten. Entweder wir verschieben ihn direkt woanders hin in Server Storage und dann holen wir ihn wieder zurück. Oder wir machen ihn einfach nur unsichtbar und ich denke, das werden wir machen. Das heißt, wenn wir einen Drop getouched haben als Spieler, dann machen wir ihn unsichtbar. Wir ankern ihn und setzen Can Collide auf False, dass man nicht mehr mit ihm kollidieren kann. Wir geben dem Spieler seine Experience. Dann warten wir 3 bis 10 Sekunden. Das ist die Zeit, bis er wieder spawnen kann. Und wir spawnen den Drop wieder, indem wir in der umgekehrten Reihenfolge ihn erst wieder touchable machen, ihn dann wieder unankern und ihn dann wieder sichtbar machen. Damit die Funktion nicht 100.000 Mal ausgeführt wird, brauchen wir noch einen Debounce. Und deswegen sagen wir, okay, wenn der Drop getouched wurde, sagen wir, anchored ist gleich true. Also können wir hier auch sagen, wenn anchored gleich true ist, dann returnen wir end und dann wird diese Funktion nicht mehr ausgeführt. Wunderbar. Das Ganze muss natürlich noch connected werden an eine Touched-Funktion, die schreiben wir als nächstes. Mit der Conny Library ist das ziemlich simpel, deswegen schreiben wir einfach Local Function Drop Touch nimmt das Hit-Part rein und den Drop an sich, weil wir den Drop ja in die Collect-Drop-Funktion übergeben müssen. Das heißt, Local Spieler ist gleich Conny Library, Doppelpunkt Get-Spieler vom Hit-Part. Wenn wir keinen Spieler haben, ist egal. Und wenn wir den Spieler haben, führen wir die Collect-Drop-Funktion aus und am Ende müssen wir das Ganze connecten. Also schreiben wir hier unten noch einen Loop hin für jeden Drop im Drops-Folder Get-Children. Do drop.touched connect function und diese Funktion führt die dropped touched Funktion aus mit dem other part und den drop und damit haben wir das Ganze gemacht. 34 Zeilen Code. Das RPG Server Script ist fertig. Wo ich mache hier noch einen Abstand, weil ich das immer so mache. Jetzt haben wir 35 Zeilen Code. Und wir können das Ganze jetzt testen, indem wir ins Spiel reingehen. Unten steht Player Edit. Wir laufen zu den Drops rüber. Ich touche ihn. Er ist weg. Ich kriege Experience 15 Stück an der Zahl. Und bin glücklich. Es funktioniert. Ich sammle einen Drop ein. Krieg 15 Experience jedes Mal. Yeah. Ist auch ziemlich laut, habe ich das Gefühl. Wahrscheinlich, weil es ein Roblox Studio Update gab und ich es jetzt nicht leiser gestellt habe. Und so haben wir schon mal ein System, das uns Experience gibt, wenn wir was aufsammeln. Ihr könnt natürlich die AddExperience-Funktion, die wir hier geschrieben haben, in jedem anderen Kontext verwenden. Ihr könnt sagen, yo, der Spieler hat jemand anderen besiegt und bekommt jetzt Experience. Er hat eine Quest abgeschlossen und bekommt jetzt Experience. Diese Zeile Code ist die, die einem Spieler Experience gibt und die könnt ihr einbauen, wie ihr wollt und wo ihr wollt. Hauptsache, ihr macht es serverseitig, weil ein Spieler sollte nicht in der Lage sein, sich selbst Experience zu geben. So wie wir das hier machen, das ist relativ sicher. Das einzige Problem ist, Spieler, die cheaten, könnten theoretisch immer noch sagen, yo, ich nehme jetzt alle Drops und bewege die per Script einfach zu mir. Und dann funktioniert das auch, ohne dass der Spieler sie wirklich touchen musste. Also das ist jetzt nicht das sicherste System. Da könntet ihr auf dem Server nochmal gegenprüfen, ob der Drop denn auch wirklich, oder ob der Touch wirklich an der Position stattgefunden hat, an der der Drop auch sein sollte. Und dann müsstet ihr noch gegenprüfen, ob der Spieler sich nicht teleportiert hat und so. Aber Anti-Cheat ist heute nicht unser Thema. Wir machen jetzt aber noch ein bisschen weiter, denn wir wollen ja auch, dass uns ein Level-Up ein bisschen was bringt. Und dafür gehen wir noch einmal in das RPG-Server-Modul rein. Hier in der Add-Experience-Funktion checken wir genau hier, ob es ein Level-Up gibt. Hier wissen wir, es gibt ein Level-Up. Das bedeutet, hier können wir dem Spieler auch eine Belohnung für ein Level-Up geben.
Wir könnten jetzt einfach sagen, hier direkt nachdem das Level-Up stattgefunden hat, yo, Spielerdatenpunkt, Erfahrungspunkte ist plus gleich 1, dann kriegt jeder Spieler einen Erfahrungspunkt dazu. Haben wir jetzt aber nicht, weil wir auch kein Skillsystem oder sonst was haben. Ich mach's ziemlich simpel mit etwas, was wir sowieso aus vielen Spielen kennen, und zwar wir erhöhen einfach die Laufgeschwindigkeit. Das machen wir am sichersten, indem wir uns die Base-Laufgeschwindigkeit holen. Die kriegen wir vom Starter-Player, deswegen gehen wir einmal nach ganz oben und fügen zu den Services oben noch SP hinzu für Game.getService-Starter-Player. Gehen wieder runter und können dem Spieler als Belohnung fürs Level-Up jetzt hier nochmal Laufgeschwindigkeit geben. Das Problem hierbei ist jedoch, wir haben den Humanoid nicht. Wir können uns den Humanoid jedes Mal holen, aber ich finde es sinnvoller, wenn wir uns den Humanoid cachen, und zwar auch in den Spielerdaten. Warum denn auch nicht? Dafür sagen wir Spielerdaten.Humanoid.Rockspeed ist gleich StarterPlayer.CharacterRockspeed plus Spielerdaten.Level. Für jedes Level ein Rockspeed dazu, ein Stat pro Sekunde mehr. Ihr könnt natürlich auch mehr machen, ihr könnt mal 2 schreiben, damit man es stärker merkt, aber dann wird es irgendwann sehr, sehr schnell. Deswegen lasse ich das erstmal so. Wir gehen dann einmal wieder hoch in unsere Player-Edit-Funktion und hier müssen wir jetzt auch den Humanoid cachen. Um den Humanoid zu cachen, müssen wir, das mache ich auch am besten direkt hier unten, nachdem wir den Tag festgelegt haben. Local Character ist gleich Spieler.Character oder Spieler.CharacterEditWait, weil der Character ist ja vielleicht noch nicht immer da, deswegen warten wir erstmal auf den Character, falls er noch nicht da ist. Und wenn wir dann den Character haben, sagen wir Spielerdaten.Humanoid ist gleich Character, existiert, und Character Doppelpunkt Feinverschalt, which is a Humanoid. Wir könnten hier direkt hinschreiben, Character Feinverschalt, which is a Humanoid. Aber wer weiß, vielleicht hat es nicht so hundertprozentig geklappt. Ich habe vor einigen Jahren die Erfahrung gemacht, dass das hier nicht so hundertprozentig funktioniert und man es nochmal gegenprüfen muss. Deswegen einfach nur, um sicher zu gehen. Wenn wir keinen Humanoid haben, haben wir keinen Humanoid. Ist einfach so. Dann kann es natürlich sein, dass der Spieler stirbt, sich resettet oder sonst was. Und dann kriegt er natürlich einen neuen Character und einen neuen Humanoid. Und das müssen wir hier oben auch berücksichtigen. Das heißt, wir schreiben oben, nachdem wir die Spielerdaten geladen haben, hin, Spieler.CharacterEdit:Connect:Function und in der Funktion holen wir uns den Character, indem wir sagen Humanoid ist gleich Character:Feinverschalt, which is a Humanoid. Wir sagen Humanoid.RockSpeed ist gleich StarterPlayer:CharacterRockSpeed plus Spielerdaten.Level. Das heißt, wir aktualisieren direkt auch das Level, genauso wie wir es hier unten auch machen. Wir aktualisieren nicht das Level, wir aktualisieren die Laufgeschwindigkeit, ist ja klar. Und wir müssen natürlich den neuen Humanoid cachen. Das heißt, wir sagen Spielerdaten.Humanoid ist gleich Humanoid, damit auch dieser Cache aktualisiert ist. Da wir uns nicht hundertprozentig sicher sind, ob der Humanoid existiert, schreiben wir hier unten auch einmal hin, if Spielerdaten.Humanoid, then. Weil wenn wir keinen Humanoid haben, können wir leider die Laufgeschwindigkeit nicht erhöhen. Diese Fallunterscheidung müssen wir machen, das ist wichtig, weil sonst funktioniert die restliche AddXP-Funktion nicht und das wollen wir nicht. Und warum habe ich hier Level mit einem A geschrieben? Was ist denn mit mir los? Levant. Und wenn wir jetzt schon dabei sind, Instanzen in unserem Spielerdaten-Cache zu speichern, können wir das ja auch direkt mit unserem Level-Value und dem XP-Value machen. Ich habe ja am Anfang gesagt, dass so ein Loop blöd ist, weil wir jetzt jeden Frame einmal die Daten aktualisieren, selbst wenn sich nichts geändert hat. Wir können aber auch die Daten dann aktualisieren, wenn sich was geändert hat. Das erfordert natürlich ein bisschen mehr Achtung von uns, dass wir nicht die Spielerdaten an 100 verschiedenen Stellen anpassen. Aber da wir hier ja nur eine Stelle haben, an der die Spielerdaten angepasst werden, und zwar in der AddExperience-Funktion, können wir theoretisch auch genau hier unseren XP-Value und den Level-Value aktualisieren. Das heißt, wir nehmen das hier alles weg und schreiben stattdessen einfach nur hin Spielerdaten.LevelValue ist gleich LevelValue und Spielerdaten.XPValue ist gleich XPValue. Und dann können wir hier unten in der AddXP-Funktion überall, wo die Daten angepasst werden, auch die Daten aktualisieren. Das heißt, hier wo Level und XP angepasst werden, aktualisieren wir auch LevelValue und XPValue. Das heißt, Spielerdaten.LevelValue.Value ist gleich Spielerdaten.Level und das gleiche auch mit XP. Und dann können wir uns das hier noch kopieren und machen das auch einmal hier unten, weil hier unten werden ja auch die XP angepasst. Schreiben das hier hin und wir sind glücklich. Das wäre dann auch alles. Viel mehr ist gar nicht zu tun. Wir haben jetzt ein System gebastelt, welches unser Level serverseitig aktualisiert. Wenn wir Drops einsammeln, kriegen wir Experience dazu. Die Daten werden hier oben in den Leaderstats auch immer noch aktuell gehalten. Immer dann, wenn wir sie anpassen, werden sie auch in den Leaderstats aktualisiert. Dementsprechend gibt es da keine Datenverluste und keine Uneinstimmigkeiten mit dem Server, solange ihr die Daten auch wirklich nur über die AddXP-Funktion anpasst oder, wenn ihr sie an anderen Stellen anpasst, auch die Daten in den Values aktualisiert. Das ist das Wichtige und wenn ich mehr Level aufsteige, erhöht sich auch meine Laufgeschwindigkeit. Die Standardlaufgeschwindigkeit finden wir heraus, indem wir auf Starter Player gehen. Dann seht ihr hier, Character Walk Speed ist 26. Dann gehen wir mal auf den Workspace, Roblox Conny, dann auf den Humanoid. Und sehen dann, dass sein Walkspeed jetzt schon bei 34 ist. Und wenn ich höher gehe, ist es 35.
Wenn ich noch ein Level aufsteige, es dauert jetzt ein bisschen länger, weil die Drops erstmal respawnen müssen und ein paar rollen da hinten schon weg. Einsammeln. Jetzt haben wir schon 36 Rock Speed und sind dementsprechend halt etwas schneller. Das funktioniert. Und auch wenn wir den Charakter zurücksetzen, haben wir immer noch die schnelle Laufgeschwindigkeit. Wunderbar. Wenn ihr sonst noch irgendwelche Fragen habt, dann stellt sie mir gerne in die Kommentare. Ich denke aber, ihr solltet mit dem System jetzt erstmal klarkommen. Kanalmitglieder Tier 2 oder höher könnt ihr natürlich wieder wie immer von meinem Discord-Server herunterladen. Das war's auf jeden Fall mit dem Video. Klickt jetzt gerne das Tutorial an, das euch hier eingeblendet wird. Bis dann und ciao!